Der Krieg ist in seiner letzten Phase. Die Rote Armee steht kurz vor der ehemaligen Reichsgrenze. In den Morgenstunden des 8. November 1944 überfliegen 5 Männer die Front. Ihr Ziel liegt auf polnischem Gebiet, weit hinter den feindlichen Linien, am Fuße der Beskiden. Sie haben einen Auftrag auszuführen, den nur 2 von ihnen kennen. Georg, ein deutscher Kommunist, seit 1939 in der Sowjetunion lebend, und Boris, Oberleutnant der sowjetischen Aufklärung, Student für Maschinenbau aus dem Kaukasus. Dem Kommando gehören noch an Hauptmann Ernst, vor 12 Monaten mit den Resten seines zerschlagenen Bataillons übergelaufen, der Benjamin der Gruppe Heiner, ehemaliger Hitlerjunge und Pioniergefreiter, bei Kaluga in Gefangenschaft geraten, und der Pole Janek, der als Partisan in der Gegend von Lublin kämpfte. Bevor die Maschine ihr Ziel erreicht, wird sie beschossen. Die 5 Männer müssen über unbekanntem Gebiet abspringen. Georg wird dabei schwer verwundet und verliert die Verbindung zu seinen Freunden. So scheint der Geheimauftrag schon vor seinem Beginn gescheitert. Sonderführer Wagner, wie befohlen zur Stelle. Hauck. Feldwebel Beisel, ein Mitarbeiter von mir. Er wird Sie einweisen und Ihnen bei Ihrer Arbeit behilflich sein. Hier meine Legitimation, Standartenführer. Und hier ein Brief, den mir der Leiter unserer Dienststelle an Sie mitgegeben hat. Sie wissen, worum es sich handelt, Herr Wagner? Um das Fotografieren von Dokumenten. Von Geheimdokumenten? Bei meinem üblichen Aufgabenbereich setze ich das als selbstverständlich voraus, Standartenführer. Es handelt sich um den Transport des ersten Koffers zum Reichssicherheitshauptamt. Geben Sie durch, dass der Fotograf eingetroffen ist und dass sofort nach Fertigstellung des Materials Koffer 1 wie Offiziers-Sonderkurier mit Sicherheitsbegleitung nach Berlin abgeht. Bitte. Es handelt sich um einige tausend Blatt, die auf Kleinbildfilm festgehalten werden müssen. Meine Dienststelle sagte mir, dass ich die Dokumente nur im üblichen Duplikatsverfahren, also zweimal. Hier handelt es sich um einen Irrtum Ihrer Dienststelle, Herr Wagner. Der vom Reichssicherheitshauptamt bestätigte Befehl lautet auf Herstellung von 3 Negativen pro Dokument. Sicher, Standartenführer. Es liegt mir fern und schon gar nicht in meiner Kompetenz. Aber ich weiß nicht, ob das vorhandene Filmmaterial... Beisel hat alle erforderlichen Vorrichtungen wie Lampen, Fotomaterial, Koffer und so weiter an Ort und Stelle. Sie können sofort. Leider ist mir auf dem Transport mein Spezialstativ zerbrochen. Unachtsamkeit eines Soldaten, der es mir aus der Hand schlug. Wollen Sie damit sagen, dass das Verzögerung bedeutet? Kaum, Standartenführer. Vielleicht ein paar Stunden, mehr nicht. Ein mir befreundeter Kamerad hat mich am Bahnhof abgeholt. Er ist Ingenieuroffizier bei einer hiesigen Einheit und ist schon dabei, das Stativ zu reparieren. Ich kann es heute Abend noch abholen. Obersturmbahnführer Flint aus Wieliczka ist im Apparat. Hm? Er hatte schon 2-mal angerufen, als Sie weg waren. Hm. Es scheint unaufschiebbar. Kann ich durchstellen? Ja, bitte. Moment, bitte. Ja, Hauck? Das ist unmöglich. Das kann ich doch nicht glauben, Flint. Ach, Herr.
Hirngespinste. Sie glauben, Irrtum sei ausgeschlossen? Ausgeschlossen, Kamerad Haug. So wie Wasser das Feuer ausschließt. Oder die Treue den Verrat. Zwecklos, Verehrter. Sie werden zu spät kommen. Ich wüsste auch gar nicht, was es für einen Sinn haben sollte, wenn Sie sich mit ihr unterhalten würden. Nochmals, mein Lieber. Sie haften mit Ihrem Kopf für den sicheren Transport der Frau. Und wenn Sie in Berlin angekommen sind, melden Sie mir persönlich am Telefon die Ausführung. Jawohl, Obersturmabführer. Daum, lassen Sie den Wagen fertig machen. Ich fahre sofort auf Ilitschka. Also, Sie beide verabreden sich für heute Abend, sobald Ihre technischen Geräte wieder intakt sind, und fahren raus zum Archiv. Ich bitte mir aus, dass mit Hochdruck gearbeitet wird. Nur die notwendigsten Pausen. Wenn Sie Wünsche haben, wenden Sie sich an mich. Sobald ich frei bin, lassen Sie mich im Archiv sehen. Der Chef gestattet Ihnen, einige Sachen mitzunehmen. Viel werden Sie nicht mehr brauchen. Machen Sie sich keine Illusionen. Halten Sie uns alles vom Leib, bis der Transport vom Hof ist. Lassen Sie niemand ran. Auch nicht von den eigenen Leuten. Jawohl, Hauptscharführer. Los, wenn du fertig bist, ab. Abfahren. Schnell, Dalli. Hier sind die Papiere für die Stadtkontrolle. Ihr öffnet die hintere Tür nur, wenn ich von innen dreimal gegen die Verbindungswand klopfe. Jawohl, Hauptscharführer. Nur bei dreimaligem Klopfen öffnen. Sobald ich mit der Gefangenen im Wagen bin, schließen Sie hinter mir ab. Und Sie hauen dann ab wie die Feuerwehr. Vorfahren! Los, weg hier! Auch ihr geht weiter. Komm, los, los, weitergehen! So, jetzt rückwärts ran mit der Öffnung dicht bis zur Hintertür. Was machst du hier? Hau ab in deinen Kohlenkeller. Jawohl, Hauptscharführer. Thank you.
Hauptschaffführer. Klar. Das ist der Transport nach Berlin? Jawohl, Standartenführer. Fahren Sie sofort zurück auf den Hof. Aber ich habe doch Befehl. Haben Sie mich nicht verstanden? Jawohl, Standartenführer. Öffnen Sie die Tür. Da öffnen! Hier enden wohl Ihre Befugnisse, Standartenführer. Führen Sie meinen Befehl aus. Fahren Sie los. Zu spät, mein Lieber. Du rettest den Freund nicht mehr. Ihr Schützling wird verdeckt. Ich sagte Ihnen das schon am Telefon. Sie hätten sich die Fahrt und Ärger und mir einige Minuten Peinlichkeit ersparen können. Ihre Vertraute, das war sie doch wohl, ist auf dem Weg zu ihrer gerechten Verurteilung und Bestrafung. Das Einzige, was ich Ihnen noch vermitteln kann, ist eine Haarlocke, wenn der Henker ihr das Haupt geschoren hat. Die Beweise sind schlüssig. Absolut. Sabotage, Konspiration mit dem Feind, Vaterlandsverrat. Es bleibt kein Wort Zweifel. Frage ist lediglich, was man außerdem noch aus ihr herausfoltern wird. Immerhin hatte sie neben ihrer Favoritenstellung bei Ihnen, Herr Kamerad, tiefe Einblicke in geheimste Vorgänge. Die können nur Sie ihr vermittelt haben bei Ihren mehr oder minder gelungenen Versuchen, das Mädchen auf ihre nicht gerade blütenreine Laken zu zerren. Sie werden in Schwierigkeiten kommen, Standartenführer. Der Reichsführer selbst wird sich auf meinen Bericht hin, wie ich hoffe, des Falls annehmen. Aber lassen wir das. Wechseln wir das Thema. Gehen wir zu etwas Angenehmerem über. Was ist mit Wadewitz? Ebenfalls zu spät, mein Lieber. Wird aufgelöst. Ihre Anteilnahme ist nicht erwünscht. Persönlicher Befehl des Reichsführers. Das Stativ ist wieder in Ordnung. Lehrer und Haltegestell sind genau justiert. Wenn sie eingearbeitet sind, können sie bis zu 200 Blatt pro Stunde fotografieren. Entfernung und Blende? Entfernung ist mit der Justierung fest eingestellt. Blende richtet sich nach dem vorhandenen Licht. Unterste Grenze sind 800 Watt. So. Nun wissen Sie alles. Ich habe mich Ihnen gegenüber, wer Sie auch sein mögen, loyal verhalten. Ich hoffe, dass Sie das gleich mit mir tun. Was erwarten Sie? Dass Sie mein Leben schonen. Ihr Leben war bereits verspielt, Herr Wagner. Wir haben es Ihnen gerettet. Wenn ich jetzt in Ihre Haut schlüpfe, übernehme ich das Risiko, Ihren Tod zu sterben. Ich kann Ihnen das wahrscheinlich niemals beweisen. Sie müssen es mir schon so glauben.
Lassen Sie mich das machen, zur Übung. Was wird mit mir geschehen? Sie brauchen mich nicht mehr und werden mich töten. Sie sind Kriegsgefangener und werden bis zur Vernehmung durch die entsprechenden Organe der Roten Armee bei uns in Gewahrsam gehalten. Ich habe nichts getan. Alle, die Hitler geholfen haben, wie und wo auch immer, sind schuldig geworden. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Sie werden Zeit dazu haben. Wir müssen uns beeilen. Es ist soweit. Gut. Eine letzte Frage noch, Herr Wagner. Wie oft, sagten Sie, sollten Sie die Dokumente fotografieren? Mir wurde ausdrücklich befohlen, nur zweimal. Wenn der jetzt schon eine Pinkelpause machen will, sind wir vor morgen Abend nicht in Berlin. Hey! Halt endlich still, Bursche! Zu Freunden. Was ist? Meine Brille beschlägt. Moment bitte. Mich beschlich jedes Mal ein unangenehmes Gefühl, wenn dieser Mann erschien. Er war von immerwährende gleichbleibende Höflichkeit. Trotzdem lief mir ein Angstschauer über den Rücken, wenn dieser Mann mich ansprach. Das Ganze läuft nämlich getarnt unter der Rubrik Sanitätspark Arzneimittelverwaltung. Hat auch bisher jeden davon abgehalten. Unbefugt seine Nase hineinzustecken. Später wusste ich, warum mir vor dem Menschen schauerte. Er brachte das Ende. Er war der Todesengel.
Der Henker in Sanitätsuniform. Bitte, Herr Wagner. Treten Sie ein. Legen Sie ab. Sie werden vielleicht in das Objekt hineinkommen. Eindringen. Vielleicht. Aber heraus kommen Sie nicht mehr. Auf keinen Fall. Sie werden vielleicht in das Objekt hineinkommen, eindringen, vielleicht, aber heraus kommen Sie nicht mehr, auf keinen Fall. Hier hast du eine Freundin, Mädchen. Bei ihr bist du in Sicherheit. Ist alles gut gegangen, Boris? Wie du siehst, habe ich meinen Kopf noch. Du fährst vorn mit Bajanik. Wie besprochen, zu Hankers Sumpfinsel. Kein Zaun ist sicherer, kein Güter haltbarer. Stefan hat alles besorgt, was du für den Schacht brauchst. Heiner hat es in den Jeep gelegt. In ein paar Stunden komme ich nach. Das lieber von Boris. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Und hier, die Waffe zurück. Bei uns in der Roten Armee ist es so üblich. Der Soldat, welcher eine Waffe erobert, hat auch das Recht, sie zu behalten und mit ihr zu kämpfen. Georg? Schon unten. Herr Wagner? Ja, bitte, Herr Beisel. Aus Luckenwalde sind Sie? Den Papieren nach? Ja, gewiss. Dort hatten wir auch unser Fotogeschäft. Ja, in der Kleiststraße. Sie sind gut informiert, Herr Beisel. Das müssen wir in unserem Beruf, Herr Wagner. Bevor wir Sie kommen ließen, hat sich der Chef Ihre Papiere angesehen. Sie werden lachen. Bedienen Sie sich doch. Danke. Ich war schon mal 2,5 Monate in Luckenwalde. Was Sie nicht sagen. Ja. Im 34er Jahr war's. Draußen, wo es in Richtung Jüterbock, glaube ich, geht, war eine Schule untergebracht. Wo sie uns jungen Inspektoren die Hammelbeine langzogen, bevor wir Kriminalräte wurden. Bildlich gesprochen meine ich natürlich nur. Aber Pauken mussten wir mächtig. Man hat allerhand verlangt von uns damals noch. Wie ist doch gleich die Gegend? Da draußen vor der Stadt, wo sie uns untergebracht hatten. Die hatte doch so einen Namen. Weil früher vor Hitler die Zigeuner dort immer kampierten. Warten Sie mal. War es nicht Kleinasien? Richtig, ja. Kleinasien. Ha! Ach, was haben wir jungen Kerle damals die Stadt unsicher gemacht. Jede freie Minute waren wir in dem Café dort, am Marktplatz, wo das Denkmal stand. Der Brunnen da. Ja, ich weiß.
Legen Sie nachher wieder ein paar Dutzend Filme zurecht, Herr Beisel. Aber sicher, Herr Wagner. Sofort nach dem Essen. Sie gingen damals sicher noch zur Schule. Naja, schon nicht mehr. Sie haben bei Ihrem Herrn Vater gelernt im Geschäft? Mhm. Ich glaube, ich kann mich noch genau erinnern. Es gab ja nur ein Fotogeschäft in der Innenstadt. Die Kleiststraße ging, hatten Sie mal, wenn man auf dem Marktplatz stand, vom Brunnen aus nach halb links ab und dort muss es gleich das dritte oder vierte Geschäft auf der rechten Seite gewesen sein. Stimmt's, Herr Wagner? So ungefähr stimmt's, Herr Beisel. Sie haben ein fantastisches Gedächtnis. Wie lange glauben Sie, werden Sie brauchen? Drei bis vier Tage. Und Nächte. Es ist schon hell. Wir sind eine Stunde zu spät. Ich glaube nicht, dass uns jemand gesehen hat. Lassen Sie mal, Herr Wagner. Ich mach das schon. Beisel? Wie bitte? Ich habe nicht verstanden. Sie wissen, was das heißt, Beisel. Durcharbeiten ohne Pause. Nehmen Sie ein Wachhaltemittel aus der Schatulle, wenn Sie müde werden. Und geben Sie dem Fotomann auch was davon. Sobald ich kann, lasse ich mich unten sehen. Wenn Sie den Baum brauchen, um zu helfen, schicke ich ihn. Er muss sowieso Koffer 1 nach Berlin bringen. Jawohl, Standartenführer. Ende. Was ist, Herr Beisel? Die Russen kommen. Sie können die Drähte von Minen gut versteckt haben. Noch einmal darf uns so etwas nicht passieren, wenn mit Hauptmann Ernst. Sie greifen an. Massiert wie immer. Die gesamte Front ist in Bewegung. Vielleicht werden Sie von unseren Truppen aufgehalten. Zum Stehen gebracht. Das ist der erste Witz, den ich heute am 12. Januar 1945 gehört habe. Es wird sicher auch für längere Zeit der letzte gewesen sein. Wie meinen Sie das, Herr Beisel? Die Walze, mein Lieber, die jetzt auf uns zukommt, hält niemand auf. Die rollt durch bis Berlin. Aber das ist doch blanker Defätismus, was Sie da sagen. Lassen Sie uns arbeiten, Herr Wagner, und nicht nutzlos spekulieren. Sonst haben wir kaum noch Zeit, ein Passbild zur Erinnerung für unsere Angehörigen zu machen. Weil der Ivan an unsere Tür klopft. Schon wieder eine Mine. Zange.
Und hier seid ihr doch vor 3 Tagen noch durch. Glück gehabt. Baum! Chef. Diese Akten sofort zur Verbrennung. Ebenso alles, was sich in Tresor 2 befindet. Tempo. Jetzt schon, Standartenführer? Ist doch noch keine Anweisung von Berlin? Führen Sie meine Fehler, Oberstammführer! Herr Baum. Dann stellen Sie sich am Begleitkommando für Berlin zusammen. Die Leute sollen Sie in Wadowitz abholen, sobald Koffer 1 fertig ist. Was wird mit den beiden anderen Koffern, Standartenführer? Tun Sie, was ich Ihnen befehle. Was machen Sie denn mit den Akten? Makulatur. Was fotografiert ist, brauchen wir nicht mehr. Wollen Sie damit ein Feuerchen anzünden? Was ist denn das? Unsere Abfallgrube. Kommt alles rein, was wir nicht mehr benötigen. Wie tief ist denn Ihre Abfallgrube? Den Kirchturm von Luckenwalde dürfte sie wohl ungefähr 10-mal verschlucken. Weiter kommst du nicht mit, Heiner. Ab hier gehe ich allein. Wenn Janek die Grubenlampen bringt, Boris, wird es leichter gehen. Auch dann muss man sparen. Batterien sind schnell leer. Georg meint, dass der Standartenführer mit dem dritten Koffer, den er behalten will, eine Schweinerei vorhat. Ob mit Koffer oder ohne, die haben immer Schweinerei vor. Georg sagt, der erste von den Koffern muss weg, nach Berlin. Den sollen wir unbedingt durchlassen. Das sei sehr wichtig für uns. Natürlich. In Berlin brauchen Sie Namen, die Adressen und die Funkcodes von denen, die für Sie in unserem Lande arbeiten sollen. Jetzt begreife ich. Und wenn wir die gleichen Angaben besitzen, dann können wir den Leuten nicht nur das Handwerk legen, sondern auch das Spiel selbst mitmachen und dann falsche Informationen geben. Man könnte dann noch viel mehr machen, was wichtig ist. Hier könnt ihr euch orientieren, wenn Janek kommt. Wenn ich schon im Schacht bin, müsst ihr kurz an der Leine ziehen. Dann weiß ich, meine Freunde kommen und bringen mir Licht. Kommt bald. Wie lange wirst du brauchen? Ich werde versuchen, schnell zu sein. Die russischen Panzerspitzen nähern sich Bochnia. Wenn sich die Front nicht stabilisiert, können sie schon morgen hier sein. Von unserem Plan Wüstenbrand ist so gut wie nichts verwirklicht worden! Wozu hatte ich sie denn nie unterstellt, Madame? Wir konnten mit den beschränkten Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Quatsch! Sie hatten über mich alle Vollmacht. Es fing an zu vielen Punkten gleichzeitig an. Sabotagetrupps unter- und Übertage. Sprengvorrichtungen wurden untauglich gemacht. Kuriere abgefangen, Stäbe abgeschnitten, Brücken besetzt. Weil Sie versagt haben. Mit Ihnen kann man ja doch nicht einmal das Loch in der Front stopfen.
Die Rückmeldung aus Berlin ist seit 2 Stunden überfällig. Der Transport mit dieser Renate Wiesner ist bisher durch keine der Kontrollen gekommen. Ich wette 10-1, der Wagen wurde irgendwo abgefangen und befindet sich noch im Umkreis von 30 Kilometern. In Ihrer Domäne, meine Herren! Mit Ihrem Sicherheitsnetz, das Sie mir als engmaschig gepriesen hatten. Russische Artillerie. Wenn Sie mir dieses leider deutsche Flintenweib nicht in kürzester Zeit auftreiben und an den Haaren zu mir schleifen, dazu diese abgesprungenen Desperados, die dahinter stecken, versetze ich sie postwendend an die Front. Aber dorthin, wo sie garantiert nachts nicht in weichen Daunen schlafen. Ich brauche sie nicht mehr, meine Herren. Bade! Obersturmbannführer! Sie besorgen für mich einen Schützenpanzer. Vollgetankt. Mit Treibstoffreserven bis Breslau. Vorläufig. Bringen Sie die GKDOS-Akten und meine persönlichen Sachen schon darin unter. Der Standartenführer hat befohlen, zuerst die Kollektion für den Koffer 1 fertig zu machen. Er muss in einigen Stunden nach Berlin abgehen. Ist das möglich? Ist zwar umständlicher, aber Befehl ist Befehl. Unnötige Zeitverschwendung. Das Begleitkommando erwartet mich oben am Ausgang des Objekts. Es wird sowieso schwer werden bis Berlin. Die Straßen sind bestimmt durch den Rückzug verstopft wie ein voller Darm. Ja. Wieso über die Straßen? Natürlich. Wie soll ich denn sonst zum Reichssicherheitshauptamt kommen? Der Chef hat doch durch mich über Funk ein Flugzeug bestellen lassen. Ja, sicher. Aber für ihn persönlich. Das Reiseziel wurde kurzfristig geändert. Die Focke 44 steht bereit für einen Flug nach Wien. Aber keine Sorge, Beisel. Vorher wird er ja noch mal herkommen zu Ihnen. Was ist denn, junger Mann? Sie werden mir doch nicht schlapp machen. Jetzt, kurz vor dem großen Zapfenstreich. Total übernächtig, der Mann. Hat über 48 Stunden kein Auge zugetan. Vielleicht folgen Sie meinem Beispiel und nehmen doch eine Tablette. Wird schon wieder gehen. Entschuldigung. Liegen die Einschläge nicht schon näher? Keine Sorge, Kamerad Baum. Sie haben ja nur einen Koffer zu transportieren. Damit schlüpfen Sie noch durch jedes Nadelöhr, bevor die Russen hier sind.
Wie viel ist es denn noch? Der Rest noch von Südpolen. Dann sind Sie erstmal fertig. Sie bringen mich wohl schnell nach oben. Glücksfilz. Wir werden ja wohl noch eine Weile zu tun haben. Wie? 2 Stunden vielleicht. Hals und Beinbruch, Herr Wagner. Nach Berlin. Gut. Wie lange brauchst du noch? Vielleicht noch 2 Stunden. Und nun die letzte Runde. Ich habe ihn soeben nach oben gebracht, Chef. Baum ist mit dem Begleitkommando sofort abgefahren. Wie lange brauchen Sie noch für den Rest, Beisel? Ah, gut. Ja, könnte genügen. Im 48. Panzerkorps sind die Russen durchgebrochen. Wochenjahr ist gefallen. Und Sie stoßen jetzt auf Mislenice vor. In einer Stunde wird die Burg geräumt. Sobald ich komme, müssen Sie marschfertig sein. Lassen Sie inzwischen den Fotofritzen verschwinden. Mit Vergnügen, Standartenführer. Ende. Von Mislenice bis hierher sind es keine 30 Kilometer mehr. Wie kommen wir denn hier noch raus? Das lassen Sie mal meine Sorge sein, Herr Wagner. Geht gut. Koffer 1 ist nach Berlin. Jannik ist noch nicht gekommen. Es geht auch ohne Lampen. Habe nur noch 5 Meter. Ich fahre selbst. Sie nehmen sich ein Motorrad, fahren zum Flugplatz und lassen sich dort meine Flugnummer geben. Und warten an der Focke-Wulf, bis ich komme.
Bringen Sie bitte den Rest der Akten nach hinten zur Abfallgrube, Herr Wagner. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit den Aufnahmen, Herr Beisel. Es fehlen noch einige Gebiete. Schade nichts. Es eilt. Tun Sie wieder, was ich sage. Die brauchen Sie nicht mehr, Herr Wagner. Die haben Sie doch eigentlich nie gebraucht. Nicht wahr? Ihre Pistole in der Gesäßtasche können Sie stecken lassen. Im Magazin sind Übungspatronen. Statt Aufputschmittel habe ich Ihnen eine Beruhigungstablette gegeben. Sie hatten eine halbe Stunde fest geschlafen, da habe ich die Munition ausgewechselt. Die 30 Minuten kamen Ihnen allerdings nur wie 30 Sekunden vor. Pech. Aufmerksam wurde ich durch das zerbrochene Stativ. Das war aber wirklich so. Wach wurde ich, als Sie im Kellergang sagten, Ihre Brille sei beschlagen. Aber wegen der Wichtigkeit der Dokumente haben wir gleichbleibende Temperatur in allen Gängen und Räumen. Sie haben nichts gesehen, mein Lieber. Das war's. Und wollten doch alles gleich total beschnuppern. Als Sie schliefen, habe ich mal durch Ihr Brillenglas geschaut. Sie müssen ununterbrochen Kopfschmerzen gehabt haben. Kein Wunder, dass Sie die Grätsche machten. Die Brille machte Sie ja blind. Na gut, Sie mussten aussehen wie Ihr Pendant auf dem Passbild. Und an Ihre Hände. Ihre Hände sind nicht die sensiblen Greiferchen eines Fotografen, der die Hälfte seines Lebens im Wasser panscht. Sie, Herr Wagner, oder wer Sie sind, haben die Hände eines Kriegers, eines Zupackers. Über Luckenwalde habe ich mich selbst amüsiert. Ich war nie in meinem Leben dort. Genauso wenig wie Sie. Dass ich auf der Schule war, das stimmte allerdings. Dort hatten wir, unter anderem, gelernt, solche Leute wie Sie aufs Kreuz zu legen. Gehen Sie einen halben Schritt nach rechts. Schritt nach rechts, sage ich! Das hat aber übrigens alles nichts mit Ihrem Schicksal zu tun, unbekannter Held. Das war auch dem echten Fotografen zugedacht. Jetzt haben Sie gerade noch Zeit, eine Beichte abzulegen. Wer hat Sie geschickt? Für wen werfen Sie sich in die Bresche? Flint? Zirgiebel? Die Russen? Die Polen? Wissen Sie was? Es interessiert mich nicht. Es ist mir wurscht. Thank you.
Den Koffer runter am Seil. Ist einer da? Ja. Bist du verletzt? Ach, ohne Bedeutung. Geisel! Geisel, schnell, Tempo! Achtung, das ist Hauk. Geisel! Pistolen. Die zweite. Gut. Wie auch immer, wer auch immer, egal. Uninteressant jetzt. Dies ist zur Sprengung vorbereitet. Schon seit langem. In 12 Minuten fliegt das alles in die Luft. Auch Sie und ich. Ob ich komme oder nicht, das Sprengkommando ist schon oben. Ich muss mich nur noch umziehen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Wagner. Ein gutes Geschäft für uns beide. Ich rette Ihnen das Leben und nehme Sie mit rauf. Und Sie geben mir den Koffer und lassen mich laufen. Das kann ich nicht machen, Herr Haug. Sie werden noch gebraucht. Achtung, Koffer! Die Einsatzgruppe hat die gestellte Aufgabe erfüllt. Ein Stabsoffizier gefangen,
ein Mitglied der Gruppe, in Erfüllung seiner Pflicht gefallen. Ein Genosse verwundet. Rebiata. Malazzi. Ich protestiere auf das Energischste gegen diese Art der Behandlung. Das konnten Sie tun, als Sie noch Legationsrat der deutschen Botschaft in Warschau waren, Herr Haug. Schon damals hatten Sie als Kenner der polnischen Szene geheimdienstliche Verbindungen. Ihre Maschine wartet umsonst, Standartenführer. Meine Maschine? Das Flugzeug von Krakau nach Wien. Und dann in Zivil von Österreich in Schweiz. Dort wartet ein Beauftragter des amerikanischen Geheimdienstes auf Sie und den Koffer. Aber... Seit Tagen verfolgen wir Ihren privaten Funkverkehr und haben ihn entschlüsselt. Letzter Spruch lautet, Eintreffen Ende Januar. Kennwort Pilatus. Pilatus. So heißt Berg in Schweiz, wo Sie sich mit Amerikanern treffen wollten. Und Pilatus hieß auch römischer Statthalter, der gewissermaßen Mordbefahl und Hände in Unschuld waschen wollte. Beeilen Sie sich, Georg, mit gesund werden. Wir werden bald in Berlin sein und Ratten aus dem Nest jagen. Aber für sichere Zukunft in eigener Haus, ihr müsst selber sorgen.